Also Gamen tue ich schon seitdem ich, glaube ich, 3 Jahre alt bin. Damals hat es angefangen, Nintendo 64 zu Mario Party Zeit, Mario 64, Mario Kart selber. Und seitdem spiele ich halt auch selber Videospiele. Ich stehe in der Früh auf, wie jeder andere Mensch auch, tue mal ausgewogen frühstücken, mache mir die Haare, setze mich vor einen PC hin, suche mir ein Spiel aus, was ich aufnehmen kann und ja, dann wird das aufgenommen, dann wird einige Stunden das Video editiert. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, ob ich noch auf ein anderes Event gehe, tue ich dann noch live streamen und tue dann noch selber für mein E-Sport-Spiel Super Smash Bros. Ultimate üben. Also ich spiele eigentlich schon, seitdem ich irgendwie so denken kann. Also seit klein her alle möglichen Spiele, die so Spaß machen. Es hat angefangen mit Lernspielen auf dem PC, dann habe ich zur PlayStation gewechselt, irgendwann Mario, Mario Kart, diese ganzen Sachen. Horrorspiele spiele ich sehr gerne. Und mittlerweile sind es sehr viele Strategiespiele, die ich spiele, Just Dance oder Story Games, wo man wirklich mitfühlen kann mit den Charakteren. Gamen, ehrlich gesagt schon seit dem Alter von 3 Jahren, damals auf dem Eltern-PC immer mit solchen Spielen, die man aus der Cornflakes-Schachtel gekriegt hat. Richtig angefangen zu zocken habe ich halt so mit dem Alter von 12. Damals halt hauptsächlich, keine Ahnung, ich hab mich schon immer meistens für Rennspiele fasziniert. Shooter kamen dann erst später dazu. Ich bin aus der Schule raus, ich habe im Moment ein bisschen frei. Dementsprechend spiele ich halt mehr, aber während ich halt in der Schule war, beziehungsweise wenn ich dann auch mal gearbeitet habe, eher mehr, viel weniger. Also so 3 bis 4 Stunden ungefähr. Ich bin noch Schüler. Das heißt, für mich, wenn ich aufstehe, versuche ich alles Schulische zu machen. Und wie viel Zeit dann übrig bleibt, verbringe ich mit FIFA. Wenn das Spiel neu rauskommt, versucht man natürlich so viel wie möglich zu spielen, damit man sich bei uns quasi in FIFA schnell an das neue Spiel gewöhnt. Es ist natürlich nicht einfach, immer sich zum neuen Spiel anzupassen. Deswegen schaut man, dass man sehr viel spielt. Sag mal, für mich persönlich 5 bis 6 Stunden am Tag. Ich glaube, es ist ein bisschen ein umstrittenes Thema, dass Videospiele gewalttätig machen. Ich finde, das ist ein absoluter Blödsinn, weil Videospiele, man sagt immer, Videospiele machen gewalttätig, weil es einfach so einfach zu sagen ist. Gewaltverherrlichend sind genauso auch Filme und Bücher können auch gewaltverherrlichend sein. Beziehungsweise es ist total anschaulich bei diesen Filmen. Ja, bei den Videospielen hat man vielleicht mehr die Kontrolle, aber da gehe ich trotzdem immer noch mehr in dieses Wettkampftechnische. Ich spiele nicht Shooter, um jemanden abzuknallen, weil mir das irgendwie Spaß und Freude macht. Ich finde, es ist eine komplett andere Geschichte dahinter als Gewalt. Videospiele machen nicht gewalttätig. Also ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viele Shooter gespielt oder diese gewissen gewaltbereiten Spiele. Aber nur weil ich diese Spiele spiele, habe ich nicht auf einmal die Fähigkeit, ein Gewehr in der Wirklichkeit zu halten, geschweige denn diese Abgebrühtheit, einen Menschen da irgendwie zu verletzen oder sowas. Ich glaube, dass man immer eine gewisse Grundaggression oder eine Grundhaltung schon in sich hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass Videospiele vielleicht das bestärken oder dass man da irgendwie, dass die so eine Art Multiplikator sind, aber das muss von der Person an sich schon auskommen. Und wenn es nicht die Videospiele wären, dann wäre es ein anderer Trigger, der diese Person dazu bringt. Und ich denke, dass das einfach an der Person selbst liegt und nicht, dass die Videospiele einen dazu machen. Ich durfte eine lange Zeit Shooter nicht spielen, weil es hieß, die Videospiele, die machen Leute zu Amokläufern, das macht mich gewalttätig. Ich bin der Meinung, das stimmt nicht, weil ich bin, ja, wie gesagt, ich habe nichts angerichtet in meinem Leben und spiele diese Spiele trotzdem. Also man muss halt, ich bin halt der Meinung, dass die meisten Gamer, und davon rede ich 99,99%, in der Lage sind, die Realität vom Spiel zu unterscheiden. Man traut sich vielleicht noch nicht so sehr und es ist so wie in anderen Sportarten auch. Sind wir uns ehrlich, wer schaut Frauenfußball? Ja? Es ist einfach eine unterschätzte Gruppe, ja, also es wird nämlich zu viel Aufmerksamkeit geschenkt und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann viele Mädels auch nicht den Biss haben, da so durchzuziehen und da auch wirklich den langen Atem zu haben, und das braucht man einfach, wenn man professionell Videospiele spielen möchte.
Es ist immer so ein bisschen auch in Relation und ich denke auch, dass wir immer mehr werden, vor allem wenn man sich so große internationale Messen dann auch anschaut, mit Blick zum Beispiel auch auf die Gamescom. Also wir sind schon da und wir sind auf jeden Fall mehr als noch vor ein paar Jahren.